Yay! Hallo Ich habe ihn Leute! zuerst gefunden, Oh mein Gott! stand schon davor, aber ich wollte es nicht Hallo, hallo, sagen. hallo, hallo, Leute! Hallo, Leute! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Hallo, Kill Bill! Hallo, Hallo! Mary! Und wir Hallo! haben in der letzten Folge kurz vor Schluss nicht gesehen, wo wir lang mussten. Wir müssten hier unten lang, oh mein Gott! Aber das war das letzte Mal nicht da, oder? Der Weg. Doch, doch, aber wir haben es nicht gesehen. Der war nicht da. Der war nicht da. Wir sind doch keine Noobs. Genau. Prost, wir müssen einfach bloß noch ein bisschen leveln, das soll ich nicht verraten. Oh, ich wollte gerade mal gucken, wie der heißt, aber jetzt sind alle Gegner platt. Der Pick, wir wollen bloß ein bisschen leveln, oder? Ja. Deswegen hat er jetzt immer noch mal zurückgelaufen. Richtig, ja. Oh, hier war ein Speicherpunkt, ich lag, ne? Tada. Tja, Leute. So kannst du gehen. Rettet des ewigen Eis. So, jetzt haben wir wieder unsere Timeout. Google Mania ist wieder. Soll ich nochmal nichts auf dem Server machen, damit das wieder weggeht? Ja. Okay. Ja. Und besser? Ja. Nein. 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 Nein, ist nicht besser. Also, der Pick hat uns versprochen, das nächste Mal läuft der Server wieder rund. Jo. Und von der Seite her, da macht er dann Debian drauf. Jo. So wie sich das gehört, ne? So wie es gehört und dann, müssen wir heute mal mit den Ruglern leben. Vielleicht müsste ich einfach meinen Server mal wieder neu starten. Wie lange, also, wie lange läuft denn der jetzt schon? Der ist jetzt, ach, 58 Tage, das ist doch überhaupt nichts. So, du hast schon wieder Level, willst du mich rollen? Was? Du hast noch keins gekriegt, oder? Doch, eins habe ich bekommen, ich habe mir Stärke verpasst. Entscheiden Sie sich schneller? Ja, sag mal, ich denke, du hast vor uns den Server neu gestartet. Hä? Nein. Ich starte nicht das ganze System neu. Was? Ich bin doch nicht blöd. Was? Was? Nein, ganz bestimmt nicht. Ja gut, dann müssen wir halt mit Rubeln leben, ne? Beim nächsten Mal, das ist schon. Das hilft doch nichts, wenn die Leitung scheiße ist von dem Server gerade. Vielleicht wird jetzt auch gerade jemand irgendwie. Updaten. Nee. Irgendeiner von den anderen V-Server-Leuten. Ich finde dich nicht, da bist du. Von den anderen Kunden, die auf dem gleichen Host-System hocken, der macht einer Scheiße oder Rabatz oder so, kann auch sein. Rabaut, DDoS-Angriff. Rabaut. Rabaut. So, sie. Okay. Oh nein. Bam! Aber so sieht. Oh, ich habe einen Samen. Schnell zurück speichern. Damit wir nicht wieder den Samen verpassen. Ein seltsam. Ja, sehr seltsam. Toll. Jetzt, wo wir richtig zu speichern, wird das Ding eins. Also, irgendwas doch kommen. Nee, ich muss da echt mal, ich muss meinen Anbieter mal anschreiben, dass das nicht sein kann, dass hier immer sonntags irgendwie Terror ist. Tja. Oder wir verschieben unsere Aufnahmen woanders hin. Auf einen Samstag. Schlecht. Ja, ich weiß. Meistens schlecht. Red mal mit deinem Anbieter, das ist eine gute Idee. Das geht ja nicht, ich bezahle hier 5 Euro dafür, ey. Das ist keine 5 Euro wert. Boah, ich will auch. Weißt du, bist denn keine 5 Euro wert? Nee, so wie das ruckelt, ist mir das keine 5 Euro wert. Ach so. Oh, ja, Scheiße, jetzt macht er natürlich Giftgas. Ja, das wär's jetzt gewesen, ey. Definitiv geil. So, Poto. Poto heißt der Typ, oder? Poto. Der Zauberer. Poto, Foto, natürlich, Foto. Danke schön. Hier, den bewerfe ich mit Schneebällen, die Sau. Oh, geil, ich bin fast tot. Guck mal. Oh ja. So. Du bist tot. Und jetzt bist du tot. Das ja. Pokémon ist tot. Ach, ich bin Kibbel. Ey! Pokémon ist tot, hab ich gesagt. Wieso kann ich das nicht benutzen? Weil du dich gerade verwandelst oder was? Bist du blöd? Ey, was wir gewonnen haben, Mann. Jetzt lebst du aber wieder. Vorhin, ich hatte genau ein HP übrig noch, ja. Und was passiert dann? Nix. So kannst du wieder reingehen. Hoch und. Hoch, hoch, hoch ist eine Treppe. Oh, Frosterstatue, cool. Brauchen wir nicht. Weißt du, wer online kommt? Oh. Hast du? Was? Weißt du, wer gerade online kommt? Nein. Oh, Held. Welcher Held? Held Achilles. Was? Wo kann man online? Bei Skype? Hier auf den Server. Nee, bei Skype kann man. Ich hab gedacht, das macht der sabotiert unser Spiel. Held Achilles, sag mir was, aber ich weiß jetzt nicht, wer das weiß. Ach, das willst du gar nicht wissen.
Aber Tishy könnte mal wieder online kommen und endlich das Secret of Mana, Secret of Mana fertig machen. Quatsch, Starbound, nee. Wie heißt es denn nur? Sailor Moon. Ich mach doch jetzt der Red. Ich hätte, ja, ich zum Glück. Oh Gott, ich verrecke. Ja, nimm die ruhige Schoki. Ich mache immer noch das Beta-Test, aber ich bin gerade am Stürmen, weil ich keinen Rechner zur Verfügung habe. Macht nix. Ja, ich könnte auch testen, wenn er mir es geben wird. Ich habe bald Urlaub, da hätte ich eh Zeit. Ja, ich kann das dem Kunden schicken jederzeit. Oh, ich kann nicht mal in unsere Ausrüstung rein, ja, weil hier ständig nur Gegner sind, ey. Aber Mary, der hat jetzt schon der ersten Veränderung schon reingemacht mir. Da hat er zum Beispiel auch echt gute Änderungen. Lass dir mal das aktuelle geben. Das okay, ich schreibe ihn mal an, dass es mir geben, dann kann ich es die Woche oder so. Genau, und schöne Grüße von mir, und weil ich habe momentan überhaupt keinen Rechner vorhanden. Kilbill, warum kämpfst du als ich? Das ist keine Ahnung. Geh mal raus. Wechseln. Runter? Oh. Jetzt bin ich wieder, verstehe ich überhaupt nicht jetzt. Guck mal. Ich bin wieder. Aber komm, wir werden uns ja gleich mal ein paar Bonbons noch reinziehen, alle. Und was wollte ich noch sagen zu Sailor Moon? Und zwar geht es jetzt eigentlich nur noch darum, sag ich mal, der Sache ein bisschen Pfiff zu geben vom Text? Vom Verständnis her. Weil die ganze Übersetzung ist noch sehr steril, weißt du, Mary? Steril? Also, im Grunde schaue ich jetzt gerade, wo eigentlich noch Dinge das Ganze flüssiger sein kann. Beziehungsweise wo das noch sinnischer übersetzt werden könnte. Ja. Also es geht jetzt mehr oder weniger nur um die Rechtschreibung oder so. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, dass das Ganze schön flüssig Sailor Moon-mäßig rüberkommt. Okay. Verstanden. Und das tue ich gerade momentan machen. Also wenn mir was nicht gefällt, irgendwie vom Textfluss oder einfach von der Sinnigkeit her, dann schreibe ich das ihm als Fehler. So, was macht die Froster-Statue eigentlich? Wollen wir mal gucken? Ja. Ja, die macht Zauber. Ein Gegner. Windattribut auf Waffe. Ach, Waffe. Cool. Aber wieso Wind? Aber bei dem Gegner. Hey, stimmt mal. Das stimmt doch. Passt überhaupt nicht. Vor allem auf den Gegner. Warum sollte ich dem Gegner Windattribut geben wollen? Eigentlich gegen mich. So was? Hä? Verstehe ich nicht. Das stimmt doch nicht, sozusagen. Mal anwenden. Ach, Kibbel, du musst dich immer erst verwandeln, bevor du hier angreifst, ey. Ich will das mal auf so einen Gegner anwenden, ich will es mal sehen. Das machen wir doch direkt. Ja. In Slow-Mo ist sogar für dich. Ja. Windattribut auf Waffe. Kannst du es auf uns? Nee, auf doch, Gegner. du kannst es wirklich nur auf Gegner machen. Krass. Okay. Ja. Zurück. Froster-Statue. Wow. Voll, das sieht aus wie Säureregen eigentlich. Ja. Wow. jetzt kommen unsere Timeouts schon wieder. Aber hast du irgendeinen Eisangriff? Das hat überhaupt nichts gesehen. Ja. Da stimmt irgendwas nicht. Fehler, Bug. Ja. Nicht so. Huch. Lass doch mal. Ja, warte mal. Das lüfte ging. Das Band. Ja, aber das sah so aus, als ob da was ist. Nein, unten links. Das musstest du dann lange Zeit anstarren. Ja. Oh. Ach, das ist doch scheiße, ja. Ja. Dein Server ist geil, ich will den auch haben. Oh, alles klappt. Junge. Ich liebe ihn. Ja, wenn du Geld für einen dedicated Server hast, immer her damit. Was ist ein dedicated Server? Ein ausgelagerter Server, oder? Ja, das ist ein also wo du den ganzen Rechner für dich hast, nicht nur so einen virtuellen Rechner. Achso, wo du quasi nichts teilen musst und so. Wo du was machen musst? Den Server nicht teilen musst, oder was? Ne, wo der dann komplett das ganze Ding nur für dich ist. Ja, sag doch. So, als ob du einen eigenen Computer dir kaufst und. Ja, weiß. Oh, Level. Juhu, geil. Und wahrscheinlich können wir das Ganze wegwerfen. Ich bin reingerutscht, da steht. Gebum, bum, bum. Da geht's nicht weiter. Ich hab doch gesagt, auf der großen Karte unten links. Ja, ist mir doch egal. Ich will leveln. Jetzt auf einmal willst du leveln. Stimmt, wir müssen Juwelenregen. Ja, immer mir auf den Kopf willst, ne? Immer rauf. Er hat verdient mit seinem Sohn. Bin ich denn hin? Ja, dankeschön.
dein Ubuntu-Server, ist deine Strafe. Ja, ich weiß, das ist, gehört sich echt nicht, sowas zu machen, aber ich wollte es halt ausprobieren. Und dann habe ich alles eingerichtet. Ach so, da kommen wir her, oder? Hast du eigentlich schon gesagt, jetzt lasse ich das so. Scheiße. Wenn ich terror. Ja, genau, da habe ich mir gedacht, jetzt lasse ich das so. Aber das nervt schon, wenn du dich einloggst, dann guckt er erstmal, ja, sind irgendwo Updates, vorher lasse ich dich nicht rein, ich bin ein blödes Ubuntu, weißt du? Also für zu Hause ist ein Ubuntu echt praktisch, aber für irgendwie für einen ernsthaften Einsatz absolut scheiße. Okay, ja. Warte, geht's da? Wir waren richtig. Ja, wir sind richtig. Yeah. Yeah. Bald speichern. Ja, wird man langsam Zeit für eine Safe Station. Wir bräuchten so jede 5 Minuten. Ja. Safe Station. Denk ich, glaube ich, ab. Oh Mann, das Ruckeln ist echt scheiße. Scheiße, ne? Coolen Ubuntu-Server. Oh Mann. Echt. Selbst wenn ich den Knopf noch schneller drücke, es passiert nichts. Schon geil, so ein Ubuntu-Server, den will ich auch haben. Solcher Performance-Fresser ist das ja. Aber das wusstest du doch, Mensch, dass du da Performance brauchst. Mach da einfach so einen Schritt. Ich brauch für den Touch fast überhaupt keine Performance. Guckt euch das mal an hier, wie der läuft. Der ist fast 100% im Idle. Memory, da ist noch. Es geht gar nichts mehr. 300 Megabyte frei. Swap habe ich noch einen Arsch voll. Entschuldigung. Aber mit dem Netzwerk hat er echt ein Problem. Ja, da können wir mal rein. Geht was? Ja, es geht noch. Langsam, echt? Langsam geht's. Aber es geht. Schön, ich bin nicht mehr dabei. Wollte ich nur doch, so. Doch, ja, ist richtig, ja. Memory ist raus. Ich sehe es gerade. Aber wir haben verzweifelt, was denn? Naja. Nee, da war lang. Mach ich Teilwort. Oh, speichern. Ja, mein Akku ist fast leer, deine Mutter auch, Junge. Könnt ihr speichern? Ja. Nein, noch nicht. Aber gleich. Ja. Kibbel macht noch. Kibbel braucht eine Weile, um HP und MP aufzufrischen und so. Ja. Ich drück doch schon. Nicht abstürzen, nicht. Ja, auf zu drücken. Du hast gespeichert. Echt? Ja, schon 2-3 Mal oder so, glaube ich. Warum sehe ich ihn? Bei mir auch. Jetzt hast du. Jetzt habe ich. Auf jeden jetzt Fall. Puh. Tja, was machen wir nur? So. Wie viele Minuten haben wir? 12 Minuten 34. Ja, das passt. Abmoderieren und los geht's. Ja. Okay, Leute, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung, hoffentlich endlich auch mal bald offen. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Ja, ich muss was sagen, also das beim nächsten Mal bei Secret of Bug Mana. Secret of Bugma. Ja, also, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Robert from the game. Proudly presents The Bug. Okay, bis dann. Bis dann.